Kennt ihr das auch? Man sitzt so rum, macht sich Pläne und während man allmählich realisiert, was man alles vorhat, da weiß man gar nicht mehr, womit man eigentlich anfangen soll. Und tut nichts. Oder manchmal auch was ganz anderes. Also mir geht's zumindest so. Mir kommt's immer so vor, als würde das meine Zeit rauben. Und genau deshalb habe ich seit Anbeginn meines Studiums jetzt 32 Episoden Kabel zu Babel gedreht. Ich wollte auf die Fresse fliegen, Fehler machen. Ja, mit Krischi Bisco habe ich das Konzept entwickelt und das Design. Wir sind ein Sender, aber wir senden via Glasfaserkabel direkt aus einem der Epizentren des babylonischen Weltreichs. Angelehnt an die 60 Sprachen, mit denen Gott die Menschen bestraft haben soll, auf dass sie sich nie mehr verstehen, werden wir bis Ende dieses Jahres 60 Folgen ausstrahlen. Ein schwarzes Schaf, ja? Manchmal habe ich nur da gesessen und über das Leben sinniert. Aber was für ein Büschel. Um meine historische Obsession für politische Sachverhalte nicht überhand greifen zu lassen, ist Patrick Lang seit den ersten Tagen mein herzensguter Gegenpart vor der Kamera. Wir berichten von Veranstaltungen und interessanten Leuten aus der Umgebung auf unsere spezielle Art. Emanuel Klingler unterstützte uns als Kameramann, die DJs Merck und JP Hyper spendeten uns Beats und David Weimar baute uns ein Intro. So ein bisschen, uns hat schon wieder viel menschlicher ausgesehen, eigentlich nicht so verwuchert. Da sieht man mal, dass ich zu einfach gar nichts komme. Unser Anliegen ist kein geringeres, als komplett neues Fernsehen zu produzieren. Ein derartig freies und unkommerzielles Format wie das unsrige kostet Arbeit, Zeit und Können. In dieser Reihenfolge. Ach, du hättest das besser gemacht? Ja, hättest du mal. Er soll sagen, hey, mach doch auch Medien. Oder komm in unsere Show, vernetz dich, bring dich ein, werde ein Teil vom großen Ganzen. Als krönenden Abschluss werde ich die beiden wichtigsten Menschen in meinem Leben interviewen. Meine Großeltern. Das wird Starsky und Hutch, oder? Dieser Dokumentarfilm wird dann nach der 60. Folge Kabel zu Babel kostenlos von uns als Dankeschön für eure zweijährige Treue obendrauf gepackt. Sieht ein bisschen aus wie Jack Black, ja?
Meine Oma hasst nichts mehr, als wenn ich mir eine Glatze schneide. Darum ist es nicht nur der Trailer für den Film, sondern auch gleichzeitig die Vorbereitung für die Dreharbeiten. Verdammt, jetzt ist glaube ich auch meine Tarnung aufgeflogen. Ich geb's zu. Ich bin selber Roger Cooks. Es war natürlich nur Quatsch, als ich mich das selber interviewt habe. Ich rap selber und ich bin der Gründer des MAC-10 Rap Music Labels. Jetzt ist raus und wenn wir schon mal dabei sind, ich hoffe, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, dieses Jahr werden wir euch nicht nur die letzten 27 Folgen Kabel zu Babel um die Ohren hauen, nein, euch erwartet auch ein brandneues Album von Bruder Koks und den Macs. Soll heißen den MAC-10 All-Stars. Alle wieder vereint auf einem richtig geilen Album mit mega fetten Beats von Broken Dreams Music mit Unterstützung von der WTF Crew und wie gesagt, diesen ganzen Film, das mache ich alles für euch und für Unge. Ich hau den kompletten Film nach den letzten Folgen Kabel zu Babel ins Internet und dann könnt ihr euch den alle anschauen. Meinen anderen Film, den ich eigentlich geplant habe mit den ganzen Macs, mit Street Credibility, Hip-Hop, Flavor, ich erzähle die ganze Zeit für meinen Film, obwohl ich ihn ja nicht gemacht habe. Deshalb, weil ich werde eine Crowdfunding-Aktion dann bei meinem Film an Start bringen. Deshalb habe ich auch hier dieses schöne Deutsche Bahn-Kittel von meinem Film an. Und werde um ein kleines bisschen Budget betteln, um den Film dann doch noch fertigzustellen. Und auch den für Kinos oder wenn wir das fürs Internet freizugeben. Habe ich gerade damit gerechnet, dass das scheiß Haare schneiden zu lang geht. Bart ist ja schnell rasiert. Das habe ich alles gesagt. Ich habe mir schon so überlegt, ich hätte es perfekt mit dem Bart geschafft, weißt du. Da hatte ich alles gesagt, was ich zu sagen hatte. Aber die Haare gehen mir auch so auf den Sack. Ich bin so froh, wenn die jetzt runter sind. Früher hatte ich nur Glatze. Immer unsere ganzen Jungs waren die mit der Glatze. Dann ein Rasierer und dann haben wir uns jeden Tag eine frische Glatze geschoren. Ist so die Affen gegenseitig, wenn sie sich losen. Alle haben sich der nervigen Haare entledigt. Alles Skinheads. Soll natürlich auch so ein bisschen ein Aufruf sein. Hey Jungs, ich habe euch nicht vergessen. Das war aber ein bisschen bei diesem Himmelfahrtskommando von Film, den ich jetzt doch nicht gemacht habe, das Ziel, dass ich gedacht habe, ich sehe die ganzen Jungs sehe ich nicht mehr, habe so selten, ich will nicht sagen, keinen Kontakt. Ab und zu ändert man halt die Telefonnummer oder hat man die Telefonnummer doch wieder oder redet mal kurz, aber im Endeffekt ist halt nicht mehr so, wie es einmal war und dann habe ich in diesem Nostalgie-Rausch beschlossen, ich mache einen Film mit denen an. Ich bringe die so immer wieder auf die Map. Ja. Aber das hilft alles nichts. Wir müssen wieder ein Album produzieren. Und das wird jetzt passieren. Ich habe allen Bescheid gesagt. Und es hilft alles nichts. Es wird wieder Musik, die keinen Schwanz anhört. Aber für uns ist das eine wichtige Sache, so wie dieser Film eine wichtige Sache für mich selber ist. Ich weiß nicht, ob der eine gute Note kriegen wird, gerade ist auch schon wieder das Mikro ausgefallen. Die ISO-Zahl haben wir total hoch, nicht mal eine Lampe hier unten. Alles Sachen, die man mit ein bisschen Anstrengung viel, viel besser machen könnte. Also ich erwarte nichts Großes bei dem Film, aber also als
von den Leuten, die das später zu beurteilen haben. Aber ich sehe mich jetzt auch nicht so als den größten Kameramann oder weiß nicht. Drehbuchschreiber auf jeden Fall nicht so, wie die Drehbücher schreiben, dass da 20 Leute dran rumhocken und jeder gibt seinen dummen Senf dazu. Und am Ende einigt man sich auf den größten Scheißdreck, der in den ganzen ihren Hirnen rumgeistert. Das ganze Business, ich weiß nicht. Ich habe gelernt, wie man Videos schneidet. Grobe Grundkenntnisse. Sehr viel über Medientheorie. Das kann ich alles gut brauchen. Aber ob ich Lust habe, in Zukunft damit mein Geld zu verdienen, vielleicht auch so eine Frage, die diese ganze Firma stellt. Warum eigentlich? Und worauf kommt es wirklich an? Und ich denke, in der Kunst geht es allgemein immer um Geschichten, wie man das jetzt auch immer fassen mag, dieses weite Feld. Aber es geht immer um eine Message, die erzählt werden muss, um Inhalte. Und die Umsetzung ist nur die physische Form, so wie mein fleischlicher Körper. Aber mit dem Kunstwerk selber hat die nicht mehr zu tun als die Zeit und der Ort und die Möglichkeit. Bin ich endlich wieder ein Mensch, ey! Ich glaube, so frei habe ich mich seit 2 Jahren immer gefühlt. Boah, tut es gut. Hammer Sache, Leute. Nächstes Mal Reiseberichterstattung aus Südtirol. Bleibt mir treu, Kabel zu Babel. Nina, danke, dass du gesagt hast, dass du uns guckst. Danke an alle, die uns gucken und alle, die uns immer treu geblieben sind. Und auch danke an alle, die gesagt haben, was für ein Schmarrn und dass die Scheiße bleiben. Und an jeden, der jeden Kommentar geschrieben hat oder der jetzt einen Kommentar schreiben wird. Ich glaube an euch. Yes.